Ich bin jetzt gerade in diesen verschmierten Bahnhof angekommen. Und guck mal, ich habe meinen Bruder gefunden. Moin. Der ist wieder dabei. Und MarvConTV. Der kommt irgendwann nach. Wir haben hier diesen verdreckten Edeka gefunden und ich werde jetzt Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und eben gerade, da ganz hinten ist ein Polizeieinsatz in der anderen Straßenseite. Und da lag auf jeden Fall ganz viel Blut auf dem Boden. Ich will keine Einzelheiten nennen, aber sowas. Auch ein Grund, warum ich hier aus Bremen wegziehen will. Wir sind gestartet und das erste, was ich euch zeigen tue, ist der Bürgerpark hier in Bremen. Da werden wir gleich durchlaufen. Wir sind gerade im Bürgerpark Anfang angekommen und das hier, das ist Wasser. Weil das hier, das ist ein künstlicher See. Und das hier, das ist ein richtiger Vollfetthotel. Also ein Hotel mit richtigem Fett dran. Also richtig verfettigter Fett. Ja genau, so ein Hotel ist das. MarvConTV ist angekommen. Und jetzt wird die Wanderung zu dritt fortgesetzt. Guck mal hier. Hier, Hähnchenfleisch. Durchfallfarbene Hähnchenfleisch. Die bewegen sich. Schweinen gefunden. Ja. Hähnchenfleisch im Bund. Diese Dinger, diese Viecher da vorne, die können also richtig ins Gesicht rotzen. Da vorne sind Schafen. Bei denen wachsen ganz viele Haare aus der Brust und aus dem Rücken raus. Da vorne, da sind Viecher, die hier diese Hörner auf dem Kopf wachsen. Da vorne sind diese Pferde in Größe S. Guck mal, das hier, das ist dieser Regenbogentunnel. Und zu dieser Zeit, wo dieser Tunnel hier Beleuchtung hatte, da habe ich so gemacht. Wir gelaufen jetzt durch diese Altstadt durch und hier sind ganz viele Menschen. Aber ich will jetzt meine Kamera nicht runter machen, weil sonst muss ich ganz viele Köpfe zensieren und das wäre mir viel zu anstrengend. So, das hier, das ist dieser Esel hier. So, das hier, das ist eine Miniaturansicht von Bremer Altstadt. Guck mal, hier vorne, das ist ein historischer Gebäude. Und vor diesem historischen Gebäude, da habe ich schon mal so gemacht. Ich bin eine richtige widerliche Bazille. Jetzt gehen wir zum Spuckstein. Ja. Guck mal hier. Hier vorne ist dieser Spuckstein oder wie das heißt. Wo hier ganz viele Menschen ihre größten Bazillen und sowas hier reinrotzen und sowas. Guck mal hier. Das ist eine Schuldenanzeige, wie viel Schulden Bremen hat. Und darunter, da steht drauf, dass 33.822 Euro. Jede durchschnittliche Person Schulden hat. Gerade so. Aber wirklich gerade so. Guck mal hier. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Kunsttunnel drin. Und hier in diesem Kunsttunnel, da war schon mal so gemacht.
Ja. Hier! Gleitschiff! Guck mal, Leute! Das hier, das ist die Erdbeerbrücke. Und da laufen wir jetzt durch. Wir sind jetzt gerade durch diese Erdbeerbrücke durchgelaufen. Guck mal hier. Hier vorne leuchtet blaues Licht. Ich hätte noch nie reingeschissen.